Jo Leute, was geht ab und willkommen. Leute, wir werden jetzt auf ein Video reagieren. Ich habe Gänsehaut bekommen, so jetzt schon so 10 Stunden irgendwie. Und zwar die Entwicklung von Horner und Tutti. Oh Gott. Okay, es hat zum einen unser Mod Lila gemacht und Mel. Und Mel, eine sehr, sehr treue Zuschauerin, Leute. Und wir gehen direkt rein. Liked jetzt schon mal das Video, abonniert uns hier, folgt doch auf dem Hauptkanal JT Family. Da ist übrigens Video online gegangen. Und wenn ihr jetzt Gänsehaut kriegt und so durchhalten, Leute. Ihr schafft das. Let's go. Oha, Phoenix! Vorab habt ihr gemerkt, neues Intro. Ey, da war ich. Waren wir maximum dünn. Da waren wir echt sehr schlank. Da waren wir maximum dünn, gell? Aber wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da so 18. Horner, ich bin damals permanent ins Gym gegangen. Das muss ich echt wieder. Das muss wieder durch. Leute, guckt euch, das kann Bueno mit euch tun. Die Tapete, voilà, die Tapete hat meine Mutter ausgesucht. Die meint, das habe ich mir mit 10 gewünscht. Ich schwöre, das war safe im Angebot. Das habe ich mir nicht gewünscht. Voilà, die war schrecklich. Guck mal, wie ich in Selbstbräuner reingetaucht bin. Guck mal, das ist meine normale Hautfarbe. Guck mal, Tutti dort, guck mal, Tutti jetzt. Alter. Ey, Leute, ich war immer weiß. Habt ihr gemerkt, neue Intro? Ey, ist schon geil, gell? Aber so, wir machen immer noch dieses Yo, Leute, gell? Ja, ja, das guck, kurz so ein Videogespräch, das machen wir doch immer noch, oder? Yo, Leute, was geht ab und willkommen. Oh mein Gott. Yo, Leute, was geht ab und willkommen auf unserem YouTube-Channel. Yo, Leute, was geht ab und willkommen. Ich wollte gerade stoppen und sagen, ja, wir sagen immer noch, yo Leute, was geht ab? Ja, aber dann hat sie es gemacht. Wir sagen immer, yo Leute, was geht ab und willkommen. Wenn sie mir nicht weiterhelfen können, dann bringen sie mir mal ihren Chef, weil der kann das bestimmt. Dann hätte die mich angeguckt, gesagt, komm, okay. Nee, wir geholfen. Was gemacht? Warte, das fuckt mich gerade ab. Halt's Maul, jetzt kommen meine Heulsession, Digga. Jetzt hau da rein, ey, Friseurtermin. Das ist hier, warum? Boah, ich hab so geheult, ja. Du hast so geheult, Junge, man denkt wirklich. Aber wisst ihr warum? Leute, ich hab, wie viel haben wir dafür bezahlt? 50, 60 Euro, 60 gell? 60 Euro. 60 Euro? Und die hat nichts gemacht, die hat hier nur geduscht. Wisst ihr, wie traurig ich war? Ja, ich hab so lange nach einem Friseur gesucht. Ich komm hin und ich hab, und wisst ihr, warum ich traurig war? Weil ich keine Eier hatte, zu sagen, dass es mir nicht gefällt. Ja. Ich bin dort und hier, ich will sagen, es sieht scheiße aus, so dumme Kuh. Aber ich hab nichts gesagt. Das hat mich so gestört. Okay, dann sollen wir zurückgehen. Nein. Dann sieht einheitlich aus. Und jetzt nehme ich einfach aus dieser Palette irgendeinen Glitzerton. Halt die Fresse! Es so. Ey, wenn wir Make-up-Tipps geben. Wenn ich Make-up-Tipps gebe, mein Gesicht ist braun, meine Hand ist weiß, halt die Fresse. Mein Auge, damit da auch ein bisschen Pupupeng Glitzer drauf ist. Ach du Pupupeng vor allem. Bruder, wer hat uns verarscht, diesen Teddy in der Mitte zu lassen? Bruder, sind wir drei? Bruder, wir waren Kinderkanal für 6-Jährige, gell? Pupupeng! Pum-pum-peng. Was sagst du dazu, Teddy? Ja, mir gefällt das ganz gut. Oh mein Gott. Pupupeng. Aus, wenn Steinbock ist und den es nicht bockt. Wow. Ach du. Warte mal, wer Wassermann ist, deswegen bester Mann und Ehrenmann. Oh. You're looking good. You're looking flawless and good. Keep going, quick. Keep pushing. Du warst schon längst fertig. Ich hab gar nicht angefangen. Oder da wollten wir professioneller wirken, aber weil unser scheiß Zimmer einfach orange war und es aussah wie ein Kinderzimmer, sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Leute, das war damals unser Wohnzimmer. Das sieht jetzt auch nochmal komplett anders aus. Einfach meine Jaguar im Hintergrund. Jaguar so, miau, Leute. Leute, meine Mutter hat, glaube ich, Hass gegen Tapeten, weil die kann die immer nur so eine Woche sehen und dann wechselt. Ja. Unser Wohnzimmer sieht jetzt auch nicht mehr aus. Weißt du, was das Problem ist? Ich finde mich heute, Leute, am hässlichsten. Ich hab's schon vorhin im Stream gesagt. Was? Heute, Horner, push mich nicht, wenn ich scheiße aussehe, weil das ist. Ach, heute? Ich dachte so allgemein, der heutige Stand. Nein, Horner, wirklich. Wir waren müde, wir hatten kein richtiges Essen, wir hatten keinen Schlaf, zu viel Arbeit. Ja. Guck mal, ich hab diesen Pulli angezogen, einfach nur so. Ich hab Haare zugemacht, mein Make-up, ich hab grad gar nichts. Nee, und jetzt kann ich nicht sagen, dass ich hässlich aussehe, weil jetzt sehe ich auch hässlich aus. Es geht doch um das heutige Du, nicht um das heute, ja, sondern das heutige. Ich jetzt nein, also ich fühle mich heute mal wieder. Flawless! Da bald Halloween ist, ob wir zu Halloween. Also was heißt, ich bin wieder Model, so wie immer im Leben. Dings, ich weiß nicht, ob ihr wisst, Victoria's Secret hat mir geschrieben. What? What the fuck? Sie trägt immer so viel Lip Balsam auf. Einfach ich arbeite damit Pinsel, wurde noch nie diesen scheiß Pinsel für Lippenstift benutzt. Immer so
Und dann tut die Witze auch so. Nur so, guck mal, mit Pinsel. Ich wollte Pinsel. Nett, wie wir so professionell wollten wir wirken. Was ist das denn? Ich rutsche ganz schwing. Das Kleid ist gerade wie die ganze Zeit. Boah, dein Augen-Make-up ist aber krank gut. Das habe ich ja richtig gut getroffen. Emma, drück mal bitte weiter. Komm. Dann gebraucht mir das nichts und dir eingefallen. Ich so, hä? Dirne? Du Dragon Ball Besitzer. Da habe ich so geschrieben, dein Dirndl schön. Wie unwitzig. Okay, das macht sie da witzig. Aber wir sind so unwitzig gewesen, Digga. Lettland. Litauen. Das kann doch nicht sein, oder? Ich hab auch Lettland. Ja, zeig mal. Oh mein Gott! Hey. Das kann doch nicht sein, ne? Das kann jetzt! Das kann! Nimm mich fest! Das kann nicht sein, Bruder! Das ist doch kriminell! Ich hab so gelogen, Bruder! Hat doch niemals Lettland! Eine fragt schon, Lettland ist! Keine Ahnung, Bruder! Ich weiß, das ist ein Land. Wenn wir jemanden süß finden, dann wird er das niemals im Leben erfahren. Ja. Nur wir beide wissen es. Nur wir beide wissen es. Ja. Niemand weiß das. Wir schreiben. Ein Gangster! Bum, bum, bum. Leute, jetzt blenden wir mal ein, wie Tutti vorhin gesagt hat. Pum, pum, pow. Special Girls. Wenn wir jemand wissen, niemand weiß das. Niemand. Geht's eigentlich bis heute, das ist immer noch so. War das jetzt sogar noch dahinter stehen? Bis heute wirklich niemand weiß, nur wir wissen das. Aber wie wir das sagen, das weiß niemand. Schon special. Wenn nicht telefonieren, nicht sich mal abonnieren. Nichts. Genau. Tut mir leid. Also, falls wir dich nicht abonniert haben, wir nicht geschrieben haben, wir nie telefoniert haben und du mich nie im Leben gesehen hast, kann es sein, dass ich mich verkauft habe. It's you. Bevor wir mit den Zutaten beginnen. Nein, die sagen, it's you. It's always been... Oh, jetzt habe ich den Ding verloren. Ja, Bro, it's always been... Fällt euch irgendwas auf an Horner? Dreh dich mal. Wow. Das war meine beste Haarfarbe. Oh mein Gott. Wird ihr so volle Macht Esslöffel, dann ganz genau kurz, hier. Beauty hat nicht geklappt, dann haben wir Backen probiert. Merkt ihr, wie wir uns immer probiert haben? So, guck mal, Leute, immer als Backvideos kam, das war immer so, ey, was soll ich machen? Wir sagen einfach, beste Rezept der Welt und so. Warum hatten wir keine YouTube-Idee? Wir hatten keine Idee. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten zu der Zeit 2 bis 3 Hauptkanal-Videos gebracht, okay? Und wir haben ja unser Alltag gefilmt. Und voilà, egal wie spannend du bist, sogar Obama könnte nicht 3 Videos in der Woche posten. Weil so spannend ist dein Leben nicht. Also haben wir Backen gemacht. So gefährlich, Leute. So gefährlich. So, das reicht. Voila, da ist nur noch ein Krümel drin. Dann mach rein, komm. Gib ihm. Oha, das war kein Krümel. Das war noch mehr als gedacht. Und zieh da raus. Dieser Krümel, auf einmal kommt die ganze Packung da rein. Okay, Herde, gib ihm. Warum? Sagst du immer keck? Dann war mein Herz wirklich. Ich hab mein Herz vergeben quasi. Das ist jetzt mein Ex. Ich hab mir gedacht, niemand als Sport war. Ich auch. Hab in die Gegend geguckt, hab Leute gefragt, hi, ich hab so eine Frage. Sehen Sie das Mädchen hier? Was denken Sie, was sie gebrauchen könnte? Hab ich auch gemacht. Neues Make-up. Leere Notizen als Beweis. Laut. Mach rein. Oha. Gute Qualität diese. Okay, Leute. Aber die können nicht hören, was ich höre. Die waren voll süß. Was? Aber muss sagen, die waren voll süß. Und es ist doch irgendwie schön zu sehen, wie wir so uns auch erwachsen, wie wir uns jetzt hier so... Scheiße geblieben. Ich wollte nur sagen, es ist doch schön, wie wir zusammen erwachsen geworden sind. Wir sind zusammen gewachsen. Ja, also guck mal, wir sahen da richtig süß aus und so niedlich, aber jetzt sind wir wirklich erwachsen aber jetzt, geworden. Sind wir jetzt Männer? Oder sind wir noch Jungs? Nein, weil Leute, hier, das war Anfang YouTube, man merkt, wir sind noch nicht so richtig wir. Wisst ihr, ich meine, weil so sind wir die ganze Zeit schon, aber da, du traust dich nicht, du verstellst dich doch so ein bisschen, weiß ich mal, bei Kamera. Ja. Vor der Kamera ist man voll schnell richtig so schüchtern, man gewöhnt sich nicht so schnell daran, dass du in eine Kamera reden musst. Aber jetzt, wir und die Kamera, halbern Modus aktiviert, Leute. Oder sind wir wirklich 100% wir selbst und Erwachsener und auch was Meinungen so angeht. Weißt du, wir haben so unseren Standpunkt. Safe. Also auch wenn ihr uns jetzt auf der Straße sehen würdet, wir würden eigentlich genauso reden. Ja, wir reden genauso. Ja, okay, weil ich mach gleich Haftbefehl oder so. Aber warum schreist du? Was? Warum schreist du? Distract Man. Okay. Ah. Oh. Wow. Wannabe Bling Bling auf Königskette. Nein, das überspringen wir, okay? Den Part überspringen wir. Wannabe Bling Bling auf Königskette. Leute, ihr müsst euch vorstellen, das war, also für alle, die das Video nicht geschaut haben, es gibt ja auch Leute, die verfolgen uns erst seit kurzem und nicht so lange schon. Da mussten wir uns
Rap-Battlen, okay, mit diesen Wörtern. Wir haben Königskette, Lauch, Red Bull und Michael Kors, okay? Geh mal rein, let's go. Bruder, ein Hund sieht dich und sagt, gerettet. Du Opfer sagst vor Kamera, Rauchen ist schlecht. Heuchler wie du werden geroastet wie ein Knecht. Oh. Dabei ziehst du jedes Wochenende in Shisha-Bars am Schlauch wie ein Lauch. Ja, gar nicht so schlecht. Ich kaufe Michael Kors und gönn mir vom Feinsten, während du am Hauptbahnhof chillst mit deinem Kleinsten. What the fuck? Freunde sehen, ziehen die ab, denn du bist immer nur am Geld fliehen. Aber ey, ich sag dir so, gönn dir einfach Red Bull. Dein Absturzleben läuft so oder so zahm null. Wow, aber jetzt mal im Ernst, das war doch gar nicht so schlecht. Nächstes Mal mach die Musik noch ein bisschen lauter, dann machen wir Lippenlesen. Aber warum habt ihr Musik drüber gemacht? Ich hatte doch schon Musik, deswegen war da war ein Beat. Wir mussten uns alle so richtig konzentrieren, was kommt hier als lyrisches Werk heraus? Toll, ja, du hast Geld. Sei mal leise jetzt und gib mir schon mein Schutzgeld im Vorfeld. Oh, halt dein Maul. Teddy, ja, den feierst du sehr. Wer ist gern wie er? Sprachfehler. Ich wollte Triple-Rhyme machen. Ich wollte nicht so machen. Ja, du hast das, aber nicht das. Weißt du, yeah. So, ich wollte so machen. Ja, Teddy, den magst du sehr, aber du wärst gern wie er. Und so, weißt du, diese Schnelle. Yeah. Aber kam nicht. Ich hab's fünfmal versucht. Kam nicht, ich hab's dann auch gelassen, sag ich ehrlich. Teddy, ja, den feierst du sehr. Wärst gern wie er. Hä? Würde der dich... Was? Nochmal. Teddy, letztes Mal sonst diskutiert. Du bist leise sein. Teddy, ja, den feierst du sehr. Wer ist denn wir? Ha, würde der dich sehen, würde der nur sagen, nicht mal ein Fibu, sagte der, komm mal her. Wow, der kam gar nicht, halt der Maul, oder? Der war krass, gell? Ja, der war so gut, einen Möchtegern-Ehering, zeig mal. Dabei weiß jeder, wer mit der eine Beziehung eingeht, der könnte auch gleich springen. Boah. Bis heute Statement. Bis heute persönlich. Bis heute genau. Statement, Leute. Scheiße. Reicht das Ehering springen? Ja, natürlich Ehering springen. Aber direkt so, nee, das zählt nicht. Jetzt kommt der Meadow-Diss. Ey, schreibst ein paar Lines, fühlst dich wie Meadow. Bro, ich sag dir ehrlich, du bist nicht mal Zero, weder Ferro. Nein, du bist Zero. Also ey, gar nicht so schlecht. Wir sind keine Rapper. Ist gut. Gar nicht so schlecht. Ist gut, aber ist jetzt gut. Nicht krank. Ist gut, aber ich würde das Video auf jeden Fall verbrennen gehen, sag ich dir ehrlich. Aber sonst ist gut, ja. Mit Licht ist mir nichts eingefallen, aber ich sag mal trotzdem. Diese vielen Lichter, die bringen dir auch nichts. Bei diesem Anblick wird die Sicht plötzlich ganz dicht. Ich hab nicht gerappt, ich war Poet plötzlich. Das war so kein Rap. Bruder, das ist von Goethe, oder? Guck mal, wie ich dich supporte. Boah, natürlich, Digga, Lüge. Bitte, woher diese Uhr ist? Ach, Bruder. Von Michael, die ist von Michael Kors. Hol nämlich. Was holen wir, Tutti? Ja gut, wir sollen ja auch klauen, ich habe jetzt kein Geld. Tutti, wenn du das sagst, am Ende immer kommt der Sticker, ich sag dir so. Immer kommt der Sticker. Der so, was ist denn dein Problem schon wieder? Du Pöscher. Du hast schon wieder auf meinem Parkplatz geparkt. Aber merkst du, hier haben wir uns schon viel wohler gefühlt. Wir haben uns wohler gefühlt. Also hier sind wir schon eher wir. Merkst du das, so an der Art, wie wir reden? Ja, aber ich finde, wir reden nicht so deutlich. Oder liegt es gerade daran, dass ich gerade einen Kopfhörer drin habe? Ich weiß, nee, bei mir bis heute, ich rede nicht deutsch. Weder deutsch noch deutlich, aber Tutti, du hast ja wirklich undeutlicher gesprochen. Jetzt redest du besser. Ja. Die Kackung, du hast schon wieder auf meinen Parkplatz gepackt. Ist er und? Nein, gerade drauf. Der packt doch auf meinen. Kennt ihr den Insider? Hab schon gemacht. Ja, perfekt. Sind wir uns. Okay, eins. Lieblingsfarbe. Auf drei. Mal gucken, ob sie immer noch die gleiche ist. Von mir oder von dir? Ach, machen wir gegenseitig? Nee, ich sag von mir, du sagst von dir. Okay, also meine Lieblingsfarbe ist so ein richtig dunkles Grün. Fast wie das, aber das ist ein bisschen zu strahlend. So ein bisschen dunkleres, wie unser Zimmer eingerichtet. Ja, so. Dunkles Grün. Ja. Okay, bei mir? Bei mir ist es, Leute, so blau. Ja. Blau und so ein bisschen mit Grau. Ja. Aber blau liebe ich. Ich liebe Grün. Grün gibt immer gute Vibes, seid mal ehrlich. Blau ist geil. Da ist mal aber rot auch geil. Aber das wären dann zu viele Gummibärchen.
Du hast Blue and White geholt. Ich küsse ja, deine Lieblingsfarbe. Ich küsse dein Herz, aber weiß ist keine Farbe. Nein, ich dachte, bei dir ist auf einmal eine Kerze. Hey. Und orange, weil Tilly hat unser ganzes Zimmer orange gemacht, weiß nicht, was sie dabei gedacht hat. Orange? Ich dachte, das war ich nicht. Doch, das war ich nicht. Ey, und jetzt als erstes Blue and White. Das ist deine Lieblingsfarbe. Was? Nein. Doch, rot. Ey, sogar rot ist deine Lieblingsfarbe. Aber rot war vor langem meine Lieblingsfarbe. Ich finde die sogar immer noch ganz schön. Aber ich glaube, grün klingt geiler. Aber mir ist doch nicht orange. Bruder, ich weiß, soll ich mir was sagen? Hm. Ich hatte schon für die anderen Sachen Geld ausgegeben. Dann hatte ich nicht mehr so viel. Ich so irgendwas, was unnötig ist. Kerze war Angebot sogar. Ich so, halt, orange passt. Die gab es schon in blau, grün, rot. So habe ich einfach orange genommen. Okay, jetzt. Die ist von Michael Kors. Nein, pass mal richtig auf. Aber oh, ich sag das. Ja, ja. Die ist von Michael Kors, sagst na. Du. Doch. Kors. Nein, auch nicht. Kors. Nein. Die ist von Michael. Nein, sag's mir nicht. Warte, die ist von Michael Kors. Was hab ich gemacht? Ich hab gewonnen, Leute. Was? Staubsaugen und eine Spinne war da in der Ecke und ich wollte sie nicht töten, aber der Staubsauger war ey, zu nah. Ey, ich meine Spinnenphobie bis heute noch anhalten. Ich Leute, guck mal, aber der Teddy war da schon weg, wir hatten neue Kissen. Bruder, wir haben uns gestiegen. Wir haben uns weiter in die Gewasse gestiegen. Wir sind gestiegen vom Wert. Wir haben uns gestiegen. Wie ihre Beine abgerissen. Ich war 10 Stunden im Schnitt, Leute. Heute will ich nichts hören. Ey, soll ich wieder so kurz schneiden? Was, die Haare? Ja, Mann. Weiß nicht, Leute, kommentiert's mal gerne, was sagt ihr? Ende war da in der Ecke und ich wollte sie nicht töten, aber der Staubsauger war zu nah. Ich habe gesehen, wie ihre Beine abgerissen sind und dann da reingegangen sind an den Körper. Ich bin so traumatisiert davon, gell? Dann mischen die, ins Bad gegangen. Die Klinge. Achso, super. Das ist doch schon mal sehr appetitlich. War da geil zusammengeschnitten, ne? Aber jetzt kommt der nächste Tag, wo wir mal wieder keine Idee hatten für unseren Hauptkanal und dann gebacken haben. Jetzt wieder backe Kuchen, ne? Darf nur nehmen mit Nutella, ich kiss doch dein Herz. Nein, ich kann nicht behalten, weil also, natürlich ist 12 ein schönes Alter, allein. Guck mal, ich halte die ganze Zeit die Kamera, ich sage, ich kann nicht mehr, das ist voll anstrengend. Ich halte sie so, tu die halt so. Tu die redet so, wer redet so in der Kamera? Ah, ich finde, man sollte auch ein bisschen. Ich sehe voll anders aus, gell? Als hättest du eine Maske drauf. Ja, du siehst voll so voll geklatscht aus mit Schminke. Dort? Ja, finde ich auch. Jetzt nicht Realität so. Auf YouTube bringen und diesen Doppelkinn. Ken's Party. Ken's Party. Warum nicht? Ich bin stolz darauf. Das hat man, das kriegt man nicht ach, einfach süße. So gestohlen. Das ist so ein bisschen fett. Bisschen. Guck mal jetzt, ich bin stolz drauf. Also, bin guck mal jetzt, Junge. Guck mal jetzt, Junge. Guck mal jetzt, Bruder. Essen, damit der kommt. Du Scheiße. Du hast vergessen, wir haben gestern, Leute, SpongeBob der Film geschaut. Guck mal, es gibt ja SpongeBob der Film, aber der den ist... Film. Den hä? Film. Die SpongeBob verfilmt. es gab ja schon mal so einen und da mussten die ja die Krone holen oder so, ne? Aber jetzt gibt es ja einen neuen, der war vor kurzem, glaube ich, sogar im Kino. Ach, der Experte, fast genau. der war vor kurzem, glaube ich, sogar im Kino. Da suchen die Gary. Und Vater macht so, also mein kleiner Bruder macht so... Habe ich das alles drinne gelassen? Wen juckt das? Hä? Ich wollte gerade sagen, als ob du das im Schnitt lässt, ist ja voll uninteressant. Ja, das ist ja voll langweilig, du laberst jetzt. Nein, kommt halt Gary jetzt. Ey, ich würde heute so anders schneiden, ne? Wir haben voll vieles drin. Ich würde sagen, ey, wisst ihr noch, mit Sportschritt einfach kann halt deine Mauer weiter. Weiter im Video. So, ich sag euch ehrlich. Ey, wollen wir den schauen? Ich so, ja, okay, gell, so Sportschritt eh krass. Ich hab den geguckt, ich hab gefühlt, ich hab geheult, Gary ist weg und so, ich hab geheult, gell. So richtig traurig waren und so. Ich weiß, es war falsch von mir, nun sitz ich ganz alleine hier. Woo! Gary, komm heim! Gary, komm heim! Es tut mir leid, ich war gemein. Kein Mädchen auf dieser Welt ist hübscher als du. Merkt ihr du das? Du bist die allerhübscheste. Halt's Maul! Fällt euch auf, immer wenn ich Holla pushe, pusht sie mich. Aber sie pusht mich nie als erstes. Hä, hab ich doch gerade eben. Bis heute. Ja, es war natürlich scheiße. Corona, das, Ausgangssperre, Lockdown, alles blöd. Aber wir sind gesund, unserer Familie geht's gut. Guck mal, ich wieder. Ach, dafür will ich dir einmal. Nein, küss meine Hand einfach. Mach die fette Studio sauer. Schließ die Schuhe. Oh, wie süß. Eröffne den Winter, sei mein Zara. Ihr seid so weit und hier sind vielleicht einige. Guck mal, damals, Leute, hatten wir so richtig Corona.
Und ja. ich habe es voll geliebt, ins Gym zu gehen. Bro, ich muss wieder zurück. Ich vermisse sie. Nee, da habe ich doch gesagt, schließ die Schulen, als die Schulen geschlossen wurden, gell? Ich während dem Abi so. Ah, du bist ja noch zur Schule gegangen ja. und hast YouTube gemacht. Das war Motherfucker krank. Jins, ich sage euch eine Sache. Wir sind keine dummen Mädels. Wir gehen natürlich nicht unbewaffnet. Mit keinem Bogen sind wir im Mittelalter gelandet, ne? Deswegen, Leute, ich halt natürlich wie Mero. Kennst du denn so? Ich glaube, wir haben noch einen, diesen klassischen Schlitten aus Holz. Ich glaube, den haben wir nicht mehr. Der ist kaputt, glaube ich. Was? Oder irgendwann. Gell, den haben wir schon lange nicht mehr. Wir sind nur mit dem. Ey, guck mal, Vater und Stimme. Vater war so richtig, also so richtig. Alter, Kind. Hört mal Vater, wie der redet. Der ist kaputt, glaube ich. Was? Der ist kaputt, oder irgendwann. Gell, den haben wir schon lange nicht mehr. Wir sind, ey, wir sind alle in den Stimmbruch gekommen zusammen. Wir haben Holz nicht mehr. Du kannst natürlich hier die rausreißen, die selbst bauen, aber. Das Ding ist, ich hab die Drogen versteckt. Ich mach dich doch für YouTube. Ich wollte auch schon bei meinem Schrott. Vor allem, Leute, das war ein Wald, wo gefühlt ganz mein Hund Gassi geht mit den Hunden. Das war ja. überall voller Scheiße und die wälzt sich darin. Die Hunde. Das ist so schön. Ist so schön. Ach du Scheiße. Er hat uns aufgenommen. Okay, komm, mach. Zeig. Er hat uns aufgenommen. Finde den Fehler. Oh, was ist hier falsch? Superme. What? What the fuck? Superme, Leute. Kosovo. Das heißt Supreme. Da steht Superme. Weil in Kosovo, die können kein Englisch. Guck mal, hier steht Supreme. Ich habe nur auf das Etikett geguckt. Ich sehe Supreme. Ich mache so, okay, ist richtig, gell? Ich ziehe es zu Hause an, Kosovo. Ich mache so, ey, guck mal, was sagst du? Und so. Und ich sage, Tutti, steht da nicht Superme? Tutti so, Kuckuck. Oh, jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Oh mein Gott. Tutti, fällt mich da. Jetzt mache ich meine Augen auf. What the fuck, ja. Yeah. Ey Leute, ich wollte immer Moderatorin werden, am liebsten bei TAF, weil ich finde, ich passe rein bei TAF, mittlerweile aber so, YouTube ist die Zukunft, dies, das, ich fühle mich hier richtig wohl. Auf jeden Fall hatte ich das damals gekauft, weil ich dachte, falls ich Nachrichten moderieren sollte, damals war ich noch richtig so seriös, ich war nicht wie heute, diese, ich war richtig seriös. Deswegen hat sie auch so süß gesprochen, diese, ich werde es doch ins Fernsehen schaffen. Ja, ich wollte Nachrichten und sowas machen. Ja. Wirklich? Ja. Deswegen ich habe schon immer geliebt, vor der Kamera zu reden. Deswegen auch das Outfit, ne? Ja, ich war, aber ja. Es steht mir. Es steht dir auch. Oh Gott sogar. Es ist nicht so, okay, du hast es auch scheiße zugemacht. Genau. Lass mal auf, Position. Wer sind denn Sie, Mademoiselle? Hallo, Theo Tameter, mein Name. Mhm. Geschäftsleitung des ZDF. ZDF! Ich höre, oh Gott! Und wir sind alle eins. Wie süß, Digga! Dann, gestern Abend, gell? Mein Bruder kommt mit, wie heißen die? Dunkin' Donuts, gell? Und ich sag zu allen Leuten, Horner darf jetzt entscheiden, welchen Donut sie isst, gell? Ach was, ich will den. Kurz Seitenwechsel, wie Ding? Fußball, man muss immer so gucken, dass man auch in Bewegung bleibt, ne? Und ich mach so, ey Horner, du suchst jetzt einen aus. Horner sagt dann, ich... Das war während dem Abi, da hat mein Bruder Dunkin' Donuts gebracht, Leute. Und dann hat jeder einen genommen und ich hab irgend so einen Schmodderregen bekommen und hab so gesagt, oh, den muss ich mit in die Schule nehmen. Der hat gar nicht gebockt. Das war der Schlechteste. Hab ich gesagt, Digga, ich hab doch mein Abi geschrieben, ich wollte was so als Belohnung. Dann habe ich den bekommen. Und dann hat er nochmal gebracht. Und dann durfte ich mir jetzt erstes aussuchen. Aber die Geschichte hört ihr jetzt gleich. Ich glaube, du hattest da dann Deutsch-Abi geschrieben oder so. Ja, Deutsch war das, glaube ich. Ja. Genau diesen schwarzen. Dann ist sie schlafen gegangen, ne? Die war ja müde. Dann ich sag zu jedem aus der Familie, Leute, dieser mit der Schokofüllung und der Schokoklausur gehört Horner. Alle so, Tamam, haben wir verstanden. Dann die geht schlafen, wir essen alle einen Donut und so. Ich guck meine Mutter an, ich lieg so auf dem Sofa, ich guck meine Mutter isst so. Ich mach so, ey, sag nicht, du hast eben der Schokoklausur gegessen. Die so, doch, warum? Ich so, der wollte, der war für Horner. Die so, echt? Ich so, das kann doch nicht sein, dass wir alle den Donut essen von Horner. Das Problem ist, ich habe ja nicht geschlafen, wie Tutti vorhin erzählt hat. Ich bin zum Bett, ich so, träum ich gerade? Hab ich gerade richtig gehört? Das kann nicht sein, gell? Dann auf einmal, Tutti kommt ins Bett, ich so, ey Tutti. Die so, ja, warum schläfst du nicht schon so? Ich so, ja, die macht meinen Donut. Hab ich das gerade richtig gehört? Die hat meinen Donut gegessen? Die hat meinen Donut gegessen. Tutti so, ja, ich so,
Oh, wow. Oh mein Gott. Digga, ich konnte ja. Leute, ich habe von diesem Donut sogar noch geträumt und so. Ja. Ich wollte den so unbedingt haben, hab den nicht bekommen. Oh mein Gott, du siehst doch so müde aus. Ich sehe da richtig müde aus. Das war wirklich Hochzeit Corona. Da war Abiturphase. Abiturphase und da lief irgendwie alles schief. Zudem und YouTube musste. In dem Zeitraum ist auch Charlie gestorben, unser erster Hund. Unser erster Hund ist dort gestorben, das war ja, eh komplett. Das war Chaos. Komplett. Und man sieht richtig, ich sehe richtig müde aus. Ich bin so. Und dann noch YouTube. Weißt du, ja, so, ganz oh Gott, schlimm. Das scheiße. War die schlimmste Phase in meinem Leben, sag ich ehrlich. Astagfirullah. Beidam. Wir werden jetzt frühstücken für Sahur. Genau. Ich habe da schon was vorbereitet, halt mal fest. Ich bin original vor einer Sekunde aufgestanden. Bruder, diese Bananen sind schon so in 2 Tagen im Gefrierfach. Ah, oh, scheiße, Digga. Mach einfach hier warmes Wasser. Nimm sie ab. Ich kann nicht leise sein. Ich wurde so geboren, glaube ich. Das abgeht mir Angst, weil ich niemals pürieren kann. Die wollten so gesund sein. Ja, so gesund sein. Oh mein so, Gott. So Banane, Apfel. Ja, pürieren und eine dann Bowl machen. Ja, genau. Man merkt, wir haben noch nie gemacht. Aua. Das esst ihn ab. Gestern haben wir so gemacht, aus Spaß. Ja, Leute, ich weiß nicht warum. Normalerweise, immer wenn Tutti redet und es interessiert mich nicht, dann mache ich während sie redet, mache ich so. Weißt du, und dann sagt jemand, oh, und dann geht sie weg, so normalerweise. Das ist wie so abschreckend. Ich mache gestern so. Die erwidert. Ich hoffe, du hast es nicht gesehen, meine Augen waren zu. Digga, warum ist mein Gesicht so fleckig? So, dann muss ich aber natürlich ganz deutlich klar machen, dass ich nur auf Männer stehe. Ja, Tutti so, ich stehe nicht auf Ronny, so. Oh nein, mein Lippenstift drauf gemacht. Oh, Tutti! Lippenstift oder halbes Gesicht? Lippenstift oder halbes Gesicht, Digga? Ja. Was ist das denn? Mein Gesicht ist drauf! Mein Gesicht ist drauf! Geh mal weg jetzt! Komm, jetzt muss ich extra umziehen wegen dir! Ich hab danach geweint, gell? Ich hab den Schrei gehört. Das waren Schmerzen. Sie hat eine eingefrorene Wasserflasche. Das war steinhart. Eingefroren. Bis zum letzten Millimeter. Hat sie gegen meinen Ellbogen geschlagen, Leute. Mein Ellbogen war wochenlang blau. So dick. So dick blau. Was war das für ein Schreier? Das wäre getan, hat du bist geworden. Mein Gesicht ist. Guck mal, jetzt der Schreier, Leute. Geh mal weg jetzt. Warte, jetzt muss ich mich extra umziehen wegen dir. Guck mal jetzt. Oh zeig, mein zeig. Gott, Hanna, wie geht denn jetzt raus? Ich kann das nicht. Wo ist die denn? Wo ist sie denn? Ah, ja, perfekt. Unser altes Auto. Nein, nicht in unser Ding reinmachen, das ist behindert. Bestell dich ein Schnitzel, okay? Ich habe enormen Hunger. Wir waren den ganzen Tag am Strand und nein, so. Nein, gar nicht. Oh Gott, das ist wirklich eine Augenbrauenphase. Ich würde das am liebsten jetzt überspringen. Ich hab meine Augenbrauen so dick gemalt, obwohl ich die gar nicht so dick hatte. Ey, warum haben wir so Klötze gemacht? Das war damals so. Das war nicht so. Guck mal, jetzt ist meine originalen Augenbrauen. Wenn ich wegmache, ich habe so eine Form. Ich hatte nie im Leben so dicke Augenbrauen, Leute. Argumentieren, erzähl. Und dann kommt mein Schnitzel. Du auch nicht. Und du Edding Augenbrauen, Digga. Du hattest auch nicht solche. Das war braun, ohne dieses Panierte und so. Es war einfach nur braun. Und es war dieses so, wie Rindfleisch war das. Gell? Nein. Ey, Tutti sagt, ja, ich hätte gerne vernierte Schnitzel. Da kam die Schnitzel, aber es war vielleicht nicht so, wie sie wollte. Sie hat sich gegessen und angefangen zu heulen. Die Story wird bis heute tut ihr noch so durch die Nase gezogen. Und da waren wir in einem Restaurant, ich wollte paniertes Schnitzel. Paniert. Der Bruder hat irgendein Rindfleisch gebracht, das war ein Ulchen. Und es war einfach nur so, wie so Rindfleisch. Ohne Panierding, einfach nur Rindfleisch. Ich so, das ist doch kein Schnitzel. So angebraten, ohne nix. Und dann hat die richtig geweint, weil sie ihnen nicht erklären konnte, dass sie einfach ein paniertes Schnitzel will. Aber nicht so dramatisch, sondern ich habe also die Beilage gegessen, mir sind einfach die Tränen runtergelaufen. So richtig Drama, Digga. Also, und dann kam der Chef. Weil er sieht, jemand heult in seinem Restaurant und sagt zu meinem Onkel, Abi, warum heult die? Die Gäste denken, Bruder, das schlimmste Essen auf Welt. Und er sagt, nein, weil das ist nicht paniert, das ist nur gebraten. Und der Typ hat so geguckt, wir können es für sie auch panieren. Kleines nein, verwirrt, ihr hättet es direkt panieren sollen. Von beiden Digga. Ich war 13, bevor ich auch und dann alle dachten bestimmt so, jo, was ein Rich Kid Bitch, Alter. Was ist das für ein Scheiß Kid, Digga? Und dann kam der Chef und hat gesagt,
schmeckt sie? Warte, so, ja, wisst ihr, warum weint sie und sowas? Wisst ihr, wie kann Nacken sind? Da kam der so, schmeckt sie Mädchen nicht, warum, was ist bloß, warum weint sie? Da muss mein Onkel dem irgendwie erklären, dass das Schnitzel so ist, wie sie es wollte, ohne dumm zu wirken. Der Gast war so witzig. Ich habe jetzt einen Chip gefunden. Denkst du, er nimmt das an? Ich glaube nicht. Ja, warum? Das ist doch ein Euro quasi. Ja. Oh, scheiße. Oder er hat so getrübbelt. Was soll ich sagen? Jonas Nase ist dreifach gebrochen. Er denkt, ich bin Kollegin oder so. Ich sag, was? Boah, das war unsere Phase. Wir hatten so viele Phasen. Wir gehen gerade unsere ganze YouTube-Phase durch. Das ist wirklich die Entwicklung von Holland. Ich höre, Leute, das hier war unsere Phase. Da wollten wir auf Weitwinkel umsteigen. Also auf nicht unsere normale Vlogging-Kamera, die so ein normales Objektiv hat, sondern Weitwinkel. Da sieht man auch, es wird voll viel aufgenommen. Aber dann haben wir irgendwann mal gemerkt, Bruder, das ist ja übelst weit. Und die Quali ist auch viel schlechter, wenn du Weitwinkel aufnimmst. Sind wir nicht so. Das sind wir nicht, ne? Ja. Alle. Eben war hier ein Marienkäfer. Wir haben keinen Marienkäfer dieses Jahr gesehen, okay? Der war hier und wir wollten es aufnehmen, aber der ist schon weggeflogen. Ich so, ey Mann, jetzt haben wir es nicht mehr auf Kamera. Hinter uns, ich will es jetzt nicht so auffällig filmen, aber da wohnen so diese Millionäre. Und ich dachte, der ist dahin geflogen zu diesen Millionären, okay? Der riecht es an mir, der so, nee, 4%, der geht zu denen. Der geht zu denen. Der Grauen hat kein Geld, der so, juhu. Wir sind wieder zurück, Leute, die Eisziele hatte zu, hätte man auch erahnen können, es ist viel zu kalt dafür. Aber das ist gerade gar nicht Grund der Sache, warum ich die Kamera angemacht habe. Honna, der Marienkäfer. Der Marienkäfer hat sich getäuscht. Er hat falsch gerochen. Er ist zurück. Er dachte sich so, die haben kein Geld. Ihr habt das Geld. Seht ihr? Oh mein Gott, wie süß. Und ich glaube, er ist runtergefallen. Oh mein Gott. Ey, Jonathan, Junge, der fliegt. Der fliegt. Der fliegt. Ich hab meinen Finger, Bratte. Ey, du machst ihm Angst. Er sagt einfach, okay. Ja, weil ich den jetzt an. Er sagt einfach, okay. Du? Nein, warte mal, wir müssen noch einen Schritt. Ich hab den angebellt. Ach du Scheiße. Bratte. Du machst ihm Angst, Junge. Ich rette ihn. Ach du Scheiße. Ich wusste, er hat da irgendwas falsch gerochen. Das kann ja gar nicht sein. Die Millionen sind doch auf der Bank. Du bist 8 Uhr wach, musst um 11 Uhr wieder aufstehen. Nein, die lachte, die so. Sie lacht so. Und Bruder, man denkt Mund-zu-Mund-Beatmung. So macht sie meinen Mund, ihr Mund in meinen Mund. Hat auch was für die Uni zu erledigen? Ich habe 3 Stunden Schlaf, aber. Fang nicht an. Dann nicht. Ich hab gesagt, übertreib nicht. Ich hab die Kamera so. Die hat mit dem Kiss dagegen geschmissen. Das ist gegen meine Zähne, Junge. Ewa. Ey, ey. Echt wieder am Schneiden oder Lernen und guck mal, Tutti. Deswegen war mein Abi so schlecht. Guck mal, wie die mich ablenkt, Junge, wenn ich lernen will. Oh, jetzt werde ich Boxer. Wir können gleich unseren kleinen Bruder erwecken. Ja, mein kleiner Bruder geht gleich in die Schule, wir wecken ihn so. Steh auf, Motherfucker! Wer bist du, dass du schlafen darfst? Also optisch, 4 von 10. Warte, bis heute, Vater. Kleines am längsten, kleines Opferchen der Familie. Zu wenig Schokoglasur. Glasur, oh Mann, ich kann nicht Glasur. Leute, wenn Leute so mit dir euch reden, dann geht nicht. Tut sie einfach zurück und gibt sie mal anderen. 7 von 10, schmeckt? Ich hab meinen Damenbart heute weggemacht, den kannst du ruhig näher. Immer bei Mobbing wegschauen. Boah, das ist jetzt wirklich. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott! Du willst wegschauen! Nein, jetzt hast du übertrieben, Bro! Ich würde niemals wegschauen! Okay, du willst mir sagen, wenn ein 2-Meter-Typ einen kleinen Pimpf ärgert, du gehst dazwischen? Ich würde nicht wegschauen! Ich würde dir mit zuschauen! Das sieht so geil aus, Dick! Das sieht so geil aus, die Weihnachtsfrau! Ich brauche fresh! Fresh! Ich bin noch nicht fertig! Oh, ein bisschen eng, jetzt auch das besser. Leute, wir haben uns da Weihnachtsoutfits zusammengestellt. Jeder hatte ein Budget und Zeit und musste dem anderen Weihnachtsoutfit, aber so auf Lachkick. Aber auf Lachkick, nicht ernst. Deswegen, ich habe Tutti, ihr Motto war Weihnachtsfrau. Seht ihr die Ohrringe? Das sind sogar so kleine Geschenkchen. Mhm. Ich hoffe, man könnte so rausgehen. Das sieht voll fresh aus. Kim Possible in Rot. Hey Leute, ich weine das Outfit voll. Das ist richtig geil. Komm, ich hier mit den Handschuhen machen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Weihnachten ist, wie komme ich zu Weihnachten so? Stellt euch mal vor, wie die Leute geguckt haben, als ich bezahlt habe. Die so, ich glaube, ihre Lieblingsfarbe ist Rot. Ich so, ja, kann ich einfach gehen. So fliege ich mit dem Weihnachtsmann, nicht geschenkt ist. Also kann ich schneller machen. Seht ihr die Ohrringe? Die wiegen. Das waren sogar die letzten, die sind perfekt, dann kannst du die nicht kaufen. Das habe ich letztes Mal mit. Okay. Das ist kurz zusammen.
Zusammenschnitte, wo wir uns einfach random klatschen. Wo wir uns einfach klatschen. Oh, das habe ich letztes Mal mit. Okay. Okay. Hey, Pocher, ich habe das so ein Pieps. Dann wollte ich gerade so gucken, ob ich... Ey, warum hängt unser Stream heute? Oh nein, Digga. Warte ganz kurz. Oliver Pocher wurde doch von Ding... Fat Comedy. Fat Comedy geklatscht und danach ist er natürlich zum Anwalt gerannt und hat gesagt, ich habe Piepsen im Ohr. Ja, Piepsen. Ich habe Thrombose, Mombose, Liose. Ja. Irgendwie mit garantieren, so was zurückgeben kann. Hier steht Rückgabe bis zum 13. April. Honna, heute ist der 12. April, Guys. 12. April. Das heißt, wir hatten die Lampe nicht mal einen Monat. Honna, was nehmen wir als Grund? Warum möchten Sie dann den Artikel zurückgeben? Kein Grund angeben? Leistung oder Qualität ungenügend? Teile fehlen? Nee, war ja eigentlich alles super. Ah, hier, Artikel ist fehlerhaft oder funktioniert nicht. Gehört das zusammen? Ich hab's anders in Erinnerung. Das Einzige, was zusammengehört, sind wir. Okay. Ey, was ist das? Hä? Hört hier kein Känguru rein. Ich komm so. Ey, Leute. Ich bin gestört geworden nach dem Abi. Mir geht's gar nicht gut. Wir waren wieder draußen unter Menschen. Wir hatten ein Leben. Unter dir war die. Wir sind bis heute so. Bis heute war wir am Leben. Wenn wir mal unter Menschen kommen, dann sind wir so. Wir waren heute mal normal. Ich schwör's dir genauso. Hey, das Ding ist, du brauchst gar nicht die Kommentare schreiben. Hä, hey, nein, du siehst voll gut aus. Diese Hose, dieses Oberteil, diese Schuhe, alles passt nicht. Dann dieser Rucksack, ich habe einfach alles reingemacht, weil wir sind ja ohne Auto. Hey, ich finde, das sieht voll süß aus. Ich sehe so scheiße aus. Ohne ja, guck mal. Aber entgleich bitte nicht. Dort lasse ich an, ich hier an den Parkplatz. Hier bin ich mal auf die Fresse gefallen. Ich bin, das ist glaube ich, wir sind zusammen nach Kosovo gefahren mit Doi. Das war übelst geil, Leute. Ich war 2700. Das ist kaputt. Okay, achso, 2900 quasi. Was ist das? Ich kann keine Ahnung. Von einem Typen. Wir haben uns richtig gut verstanden und wir haben telefoniert und danach haben wir so gesagt, ja, wie geht's ihm und passt das? Weil wir wussten ja noch, komm, wie er uns anguckt. Wir wussten ja noch nicht, dass sie ihn da kriegen und jetzt, Leute, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, ich finde, das war die beste Entscheidung ever, dass wir ihn genommen haben. Ich bin so stolz auf uns. Und dass ich geboren wurde. Das war die beste Entscheidung für uns alle. Ein ruhiger Hund passt nicht zu uns. Er muss sein wie wir verrückt. Du, der Hund gehört jetzt uns, oder? Jetzt haben wir so zugestimmt damit. Wir haben noch keinen Vertrag gemacht. Du musst sagen, der Hund gehört uns. Ja, ja. Oh mein Gott, hier sind die. Ich war die letzten Tage nicht schlafen. Oh mein Gott, schon gerade so aufgeräumt. Oh nein, ich könnte es überspringen. Ich kann nicht, sonst weine ich. Wie glücklich ich war. Ja, ja, überspringen. Das ist das Schweine. Zurück! Ja, Mann, das ist unser Partner! Ich muss Lumi jetzt holen. Lumi, das ist er heute. Lumi, da habe ich dich geboren, da sind wir noch im Krankenhaus. so sahst du aus. Guck mal, Leute, der hat gerade noch geschlafen. Das ist oh, Baby. Komm, bis heute bist du immer noch meine große Liebe. Okay, oh, mein bester wie so ein Freund. Eisbär. Guck mal, Lumi, das bist du. Guck mal mit seinen Zähnen. Er hat nicht mal richtige Zähne. Guck mal, wie er zuguckt, Leute. Leute, komm, wie er auch zuguckt. Der sieht sich selbst. Siehst du das? Ja, auch schnell. Mama, ist so süß. Mama. Oh, da traust du dich direkt, ihn zu tragen. Ja, ist ein Weh. Wie willst du an? Guck, wie du gebellt hast. Oh, wie du gebellt hast. Jetzt bellst du schon wie ein großer Junge, gell? Oh, du Süßer. Es ist so schön hier. Guck mal, wie süß er ist. Der hat schon ein bisschen. Feini! Ja, Feini, so schlecht geht's. Süß. Das ist unser Baby. Baby, ja, so. Kommst du mit uns? Uiuiuiuiui, ich hab, der will essen. Komm, iss einfach mal. Oh mein Gott, wie süß der ist. Kennt ihr Leute, ein Jahr später, immer wenn Lumi isst, die machen, oh mein Gott, wie süß. Ich höre bis heute eben auch noch. Guck mal. Ah. Ich immer noch. Jetzt wieder normal. Scheiß nur auf Zebrastreifen, die können warten. Mein Hund ist in Wiesbaden. Ey, bester Geburtstag, Leute! Der Geburtstag
Vortrag war so toll, ich war, der war richtig geil. Oh, wie süß du bist. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. Oh mein Gott, ich glaube, das Wasser vom Apfel kommt raus. Scheiße. Nein, ist perfekt, das geht doch. Mach zu! Das ist wieder Uno, weil Uno feiern wir gerade so. Ja, aber All Wild. Soll ich mal was sagen? Wir haben so viele Spiele dort gekauft. Also ich glaube, wir hatten 5-6 Spiele oder so gekauft. Und wir haben nicht eins geschafft, zusammen zu spielen. Weil, Bro, bis jetzt gar keine Zeit. Gar keine Zeit, aber ich habe so Lust auf Brettspiele. Vor allem jetzt auch die Zeit, wisst ihr? Es ist kalt, man geht nicht mehr raus, Bruder, spielst du. Ich habe Bock, wieder zu lesen. Ich auch. Aber wenn ich im Bett liege, denke ich mir so... Jetzt doch mal Gehirn anstrengen. Ja. Sich ab. Auch einer hat mir so geschrieben, dass Harry Potter jetzt auf Prime, also Amazon Prime, wieder kostenlos gibt. Ja, zur Weihnachtszeit immer. Lass mal gucken, Digga, hab richtig Lust. Ja, das ist was kommen. Also das ist auch Uno, aber komplett anders irgendwie. Ja, ich habe die Verpackung direkt kaputt gemacht. Was soll ich jetzt machen? Zeig mal. Oh, die sehen aber sauber aus. Zeig mal unsere momentanen Uno-Karten. Hä, sehen die nicht aus wie unsere jetzt? Das war so dumm, Leute. Das sind Ersatzkarten. Irgendwie so. Ich konnte es nicht mehr zurückgeben, weil ich habe die Packung kaputt gemacht. Ja, ich habe die Verpackung kaputt gemacht. Und was soll ich machen? Hat sie gerade gesagt. Ja. Was sollst du machen, Bruder? Auf jeden Fall nicht mehr zurückbringen. Leute, wir hatten dann so ein Problem. Das waren die falschen Karten. Ne? Nein, nein, zeig mal deine. Boah, wie viele hast du von denen hier? Was ist das? Hä? Ich glaube, das sind Add-on. So, das hast du zudem. Das machst du extra da rein. Karten. Komm, wir haben uns das nicht mal durchgelesen. Wir kaufen einfach. Leute, die Verpackung schon zerstört. Wie? Das sind nur Jokers. Guck. Oh, das hat man kaputt gemacht. Ja, aus peinlich, Totti, oh, peinlich. Begrüße aus Deutschland! Aus Antalya, an Deutschland. Hört ihr die Musik? Das ist unser Song. Ey, ich glaube, ich sag doch, sei dankbar, da kommt noch mehr. Ja. I give you the pin to my Amex. Cause face was thick and thin. She already fixed some hardware there. Brown and butt. Can't change my mind, I was hardware there. 100 meters. I just put 9 girls in the sprayer. Jetzt fahrt uns. 100 years. Wo man reingeht bei der Darmspiegelung. Ich darf mal hier durch, ja, warte. Ich wollte gerade sagen, hier sehen wir fresh aus, aber das ist ja gar nicht so lange her. Das ist jetzt aktuell. Mit dem Schlauch durch den Mund, so, und dann bis zum Darm runter. Ich so, Bro. Ich dachte, wie beim Magen. Geh in den Hintereingang. Nein, bitte nicht den Hintereingang. Ich bin gerade bei Rossmann, unsere Mutter will, dass wir Bilder ausdrucken, weil sie will so eine Fotokollage an die Wand machen. Ja. So ganz viele Bilder von ihm, als sein Baby war, ein Kind war. Bis jetzt, er ist ja noch nicht erwachsen. Also vom Baby bis Kind quasi. Ist nicht viel. Warte, was sie schickst. Unsere Backfee. Das war irgendwo in Frankfurt, da konnte man backen mit den Kindern. Guck mal, jetzt achten halt die Scheiße, du wirst umfallen. What the fuck? Ja, der wird uns umbringen. Der wird uns umbringen, wenn wir das Zeug... Mit der Make-up. Ich hab keinen Bock, ich wollte alleine mal fahren. Ich fahr nie alleine. Ich sag dir aber auch jetzt, ich fahr trotzdem. Vertraut mir, die wird jetzt einsteigen, wird sagen, ich fahr, das ist nämlich schneller, die wartet doch schon die ganze Zeit. Hört auf meine Worte. Sorry. Was ist los? Hast du mich gesehen? Ja. Okay. Warum? Ich dachte, siehst du mich nicht. Doch, steig ein, komm ins Lumia wohl. Willst du fahren? Ja, warum? Weil ich schneller bin, die Frau hat mir um 12 geschrieben. Was denn? Sieht man nicht auf der Kamera. Ich hab die Kamera wirklich aber das nicht ist gesehen. So nach vorne gekippt. Genau, also es steht nicht so einfach an der Wand. Nicht einfach draufkleben, ne? So einfach machen. So ist das nicht, ne? Es ist so, Junge. Und endlich haben wir den Play-Button dran. Den wollte ich die ganze Zeit schon dran machen. Aber bei den anderen Paneelen, die waren ja so eckig, da konnte das nicht dran. Jetzt haben wir eine glatte Wand, jetzt kann es dran. Hoffentlich knacken wir auch auf JT Reaction die 100k. Da sind wir nicht weit von der Fläche. Macht's möglich, Leute. Schickt unbedingt den Reaction-Kanal ab. Hier haben wir schon den Platz freigehalten. Da kommt nämlich hier rein, ne? Und die 1 Million kommt dann so. Dank eurer Abstimmung in den Kommentaren. Ich habe alles durchgelesen. Haben uns diese Pflanzen genommen. Chakra, Leute. Findet eure Chakra, Leute. Perfekt. Schnitt von Lila. Casting. Ja, das ist ja mit Anumi, Vater und Mama. Effekt. Lila. Mel.
Wow. Respekt, danke. Leute, ihr habt einen Film gemacht. Ey, das war voll das schöne Video. Wir konnten so richtig sehen, so ganz... Wir verbeugen uns, wir sind ja die Hauptdarsteller. Das war wirklich so der Anfang, Leute, bis heute, bis letzte Woche, Bro, das Video ist online kam. Schön. Oh, das war voll die schöne Entwicklung, weil ich habe selbst vergessen, was wir so hochgeladen haben, wie wir da aussahen, wie wir geredet haben. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall, so will ich nie wieder sein. Jetzt, ich habe Angst, dass wir in 3 Jahren oder so uns jetzt die Videos anschauen und sagen... Nein, Bro, jetzt, ich bin zufrieden. Ich auch, bis auf jetzt, das sieht immer... Eigentlich sind wir voll, ne? Ich bin auch zufrieden. Ja, Mann, Leute, falls ihr das Video auch so richtig cringe fandet, aber auch irgendwie süß, liked es, kommentiert und abonniert, dann sehen wir uns morgen. Und vergesst unbedingt nicht, hier zu abonnieren, damit hier der Platz hier gefüllt wird, ne? Macht die 100.000 voll, stimmt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.